Ungleichungen, Übungen. Wir haben das mal auf unserer Waage, auf der linken Waagschale 2x-6 und auf der rechten x+1. Was heisst das? Wir haben hier, ja, wir haben das Verhältnis, dass rechts aber schwerer ist als links. Das heisst, rechts ist ein bisschen tiefer unten. Wir haben hier x+1. Und wir haben auf der anderen Seite, haben wir 2x-6, das ist hier etwas weiter oben. So sieht unsere Waage aus. Ja. Rechts ist schwerer als links. Jetzt wollen wir das lösen. Wir gehen gleich vor wie bei Gleichungen, indem wir vereinfachen und Operationen ausführen. Nach dem Prinzip der Balance mit dem Ziel, x isolieren und am Schluss dann herauslesen, welches die Lösungen für x sind. Wir haben gesagt, während wir bei Gleichungen eine Lösung haben, haben wir bei Ungleichungen viele Lösungen, nicht nur eine. Oder? Weil, was ist alles leichter als 10 Kilogramm? Da gibt es unendlich viele Lösungen. Ja? 9 ist leichter, 8 ist leichter, 7 Kilo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 10, minus 100, minus 1 Million, bis minus unendlich. Alles ist eine Lösung. Hauptsache, es ist einfach kleiner als 10. Dann reden wir schon von einer Lösung. Also gut, gehen wir jetzt mal hier vor. Die erste Frage, kann man hier vereinfachen? Nein, wir müssen eine Operation ausführen. Welche führen wir aus? Wir nennen mal die x auf eine Seite. Das heisst, wir rechnen hier minus x. Ja? Dann haben wir hier links 2x-6 minus x ist kleiner als x+1 minus x. Können wir das vereinfachen? Ja, das können wir. Wir können es ein bisschen umschreiben. 2x-x minus 6 ist kleiner als x-x+1. Das können wir auch vereinfachen. Dann haben wir hier nur noch 1x. Minus 6 ist kleiner als, das ist 0. 0+1 ist einfach 1. Können wir da noch mehr vereinfachen? Nein, das geht nicht. Wir müssen jetzt +6 rechnen. Dann haben wir hier x-6+6. Das geht einfach 0. Ist kleiner als 1+6. Am Schluss haben wir hier, x ist kleiner als 7. Das ist unsere Lösung. Was sagt jetzt das aus? Das heisst, wir können für x jede Zahl einsetzen von 6 aber bis auf -unendlich. Prüfen wir das doch das einmal. Jetzt setzen wir noch für x 6. Ja, dann nehmen wir hier x ist kleiner als 6. X ist kleiner als 7, ja. Jetzt setzen wir hier ein. 6 fürs x einsetzen. Stimmt das? Ist 6 kleiner als 7? Ja, das ist richtig. Ja, da können wir es ja eigentlich gerade ablesen. Ja. Aber wir müssen es eben nicht nur dort einsetzen, sondern also, da lesen wir es ja eigentlich ab. Aber einsetzen müssen wir es hier oben in der Initialgleichung, also in der Anfangsgleichung. Ja, da setzen wir ein. 2x-6 ist kleiner als x+1. Dann setzen wir hier 6 ein. Das geht 2x6-6 ist kleiner als 6+1. Das geht 12-6 kleiner als 7. Ja, dann ist 12-6, das ist 6, ist kleiner als 7. Stimmt das? Ja, das ist korrekt. So, prüfen wir noch einen anderen Wert. Geben wir für unser x zum Beispiel 0 ein. Dann haben wir 2x-6 kleiner als x+1. Setzen wir zuerst noch das 2 ein. Ja? Dann haben wir 2x2-6 kleiner als 2+1. 2x2 ist 4, minus 6 ist kleiner als 3.
4 minus 6 ist minus 2, ist auch kleiner als 3. Auch da stimmt das. Ja. Ja, wir haben hier, schreiben wir hier oben, 3 Meter über 0, 2 Meter über 0, 1 Meter über 0, hier ist 0, hier ist minus 1 und minus 2. Da sind wir hier bei minus 2 tiefer unten als hier bei 3. Ja, wir haben gesagt, wir können ist kleiner als, auch ersetzen mit ist tiefer als. Also wenn 3 höher ist als, grösser ist als 2, dann ist 3 auch höher als 2. Auch das stimmt. Wir können hier noch vielleicht noch einen Wert überprüfen und dann haben wir sie langsam gesehen. Wir setzen jetzt mal ein Null ein. 2x minus 6, kleiner als x plus 1. Setzen wir einfach das Null ein, hier auch. Dann geht das 2 mal 0 minus 6, kleiner als 0 plus 1. Das ist minus 6, ist kleiner als 1. Stimmt das? Ja. Wir könnten hier noch minus 10 eingeben und würden schlussendlich wieder sehen, ja, das stimmt. 2 mal x minus 6 ist kleiner als x plus 1. Geben wir mal minus 10 ein. Dann haben wir 2 mal minus 10. Minus 6 kleiner als minus 10 plus 1. 2 mal minus 10 ist minus 20. Minus 6 kleiner als. Ja, und da können wir einfach vertuschen. 1 minus 10. Dann haben wir hier minus 26 und hier minus 9. Stimmt das? Jetzt haben wir hier 0 Meter hoch. Hier oben ist 1 Meter hoch. Hier unten ist irgendwo minus 9 Meter hoch. Und hier haben wir minus 26 Meter hoch. Was ist höher? Was ist näher an 0 oben? Das ist 9. Also stimmt das da nicht? Minus 26 ist wirklich kleiner oder tiefer als minus 9, oder? Minus 9 ist höher als minus 26. Damit hat sich das. Wir können jetzt noch mal schauen, was passiert, wenn wir hier einen falschen Wert einsetzen. Ja? Wenn wir zum Beispiel für x einfach mal sagen, wir setzen für x 10 ein. Ja? Dann haben wir x kleiner als 7, 10 kleiner als 7. Stimmt das? Nein, das ist natürlich falsch. 10 ist nicht kleiner als 7. Ja, also falsch. Das heisst, wir brechen eigentlich unsere Regeln. Jetzt können wir das überprüfen. Ist das wirklich unzulässig? Das setzen wir oben ein. 2x minus 6 kleiner als x plus 1. Und dann kommt das 10 rein. Dann haben wir 2 mal 10 minus 6 kleiner als 10 plus 1. Das sind 20 minus 6 kleiner als 11. Das ist 14 kleiner als 11. Ist 14 kleiner als 11? Nein, 14 ist grösser, also ist das falsch. Darum unsere Lösungsmenge, das ist x. Ja, das ist unsere Lösungsmenge x für alle x, welche kleiner sind als 7. Das ist unsere Lösungsmenge. Damit haben wir das auch schon. Ich bin der Flamur Schala. Abonniere mich auf Fokusstrategie. Mach's gut!